Hallo Leute, willkommen zu einer weiteren Runde Star Wars Battlefront 2005. Ja, wir sind jetzt nun im Let's Play 14 und haben letztes Mal den Todesstern verteidigt und die Rebellen wieder in ihren scheiß Gefängnissen wieder eingesperrt. Oder Zellen, keine Ahnung. Wir sehen uns einfach gleich nach dem Intro. Polis Massa, die Geburt der Rebellion. Die Pläne des Todessterns wurden bis zu einer geheimen Rebelleneinrichtung in einem Asteroidenfeld verfolgt. Kurz was trinken. Als Polis Massa überfallen wurde, hatten die Männer der 501. genug von dieser angeblichen Rebellion. In der Vergangenheit hatten wir heimlich Spaß daran gehabt, ein oder zwei Aufstände vor Ort niederzuschlagen. Die Truppen blieben dadurch im Training und das Imperium wachsam. Der Überfall auf Polis Massa war ein perfektes Beispiel für den beginnenden Zerfall. Eigentlich sollten wir hineingehen, eine kleine Bande Rebellen auslöschen und ein paar gestohlene imperiale Pläne auf einer verschlüsselten Holodisk zurückholen. Ehe wir wussten, was geschah, wurden wir von den Rebellen beinahe überrannt. Und die Holodisk war nirgends zu finden. Okay. Nehmen wir den Techniker wieder. Alright, man. Lord Vader wants this raid done by the book. Our first objective is the Comm Center, just beyond this hangar. Watch the scum! They're all over! I'm still dead. Get the rebel! Go! Get the Wookiee! Trooper! Take out the officer! This counts double, right? Imperial officer, take him out! Come on. Burbag, cut them off! Wir hätten schon so schnell nicht da sein können. Ja, nehmen wir wieder den hier. Was passiert hier gerade, Leute? Warum verkacken wir gerade hier schon beim ersten Kommandoposten? Ja, die Truppen stehen, aber nehmen die noch nicht mal ein, oder wie jetzt? Kein Wunder, dass hier immer Feinde hier immer mehr kommen hier. No more. Nicely executed, troops. Now it's time to make our way to the base command building on the far side of the facility. If our intelligence is right, along the way we'll find a rebel holodisk containing some very important plans. Das hört sich ja gut an. Dann mal los, Leute. Rebel, take him out. Ach so, wir sind da nach oben. Wie kommt der jetzt dahin?
Leute. Die Verbündeten kommen von dort, wo die auch eigentlich nicht kommen sollten, ey. Also. Vielleicht schaffen wir es jetzt mal da reinzukommen da oben. Danke. Auch mal hier die Rebellen ausschalten. Danke. Mich immer durchlassen. Also immer diese Truppen hier. Yeah. Die lassen uns hier nie durch, ey. Manche. Was haben wir jetzt hier geklaut? Danke. It'll take time to realign the comm dish and transmit the data from the holodisk. You'll have to hold off the rebels until the transmission is complete. Do not let the comm facility fall into enemy hands. Rebel, take them out. Go, get the Wookiee. Ja, moin. Wollte gerade sagen. So. Ja, moin. Genau dann, wenn ich das brauche, funktioniert auch einmal meine Waffe irgendwie nicht mehr. Rebel, take him out. Ja, der. Die Droiden brauchen wir hier nicht, oder wie, Leute? Also. Oh. Deep within the caverns of this complex, the rebels have a data bank that holds imperial encryption codes that can be used to eavesdrop on our ship-to-ship communications. Make your way to the caverns and destroy the data bank. Ja, Leute, das wird ja jetzt Spaß machen. Jetzt müssen wir auf die komplett andere Seite. Und die Rebellen übernehmen diesen Kommandoposten. Ist natürlich klar, Leute. Auf einmal kommen die Rebellen von jeder Ecke. Wir werden ja dazu gezwungen, dass wir hinten hingehen müssen. Weil, was ich nie verstehe, weil die übernehmen hier einfach dann wieder alle Kommandoposten und so weiter. Eigentlich bei den Kommandoposten, wo die nicht hin können. Weil wir die Kommandoposten abgeriegelt haben. Schon. Aber nein, lasst die Rebellen daran glauben, dass sie es trotzdem hinbekommen haben, irgendwie. Auch wenn ich das irgendwie nicht glaube. On the side! Rebel, take him out! This guy's dumb, right?
Na toll. Das wird uns ja noch Spaß machen hier. Das wird eine der längsten Folgen, die wir je gemacht haben. Glaube ich jetzt noch. Ist das irgendwie wirklich so, dass das hier eine der längsten Folgen ist? On the side! Are you blind? Na toll. Na klar müssen wir jetzt... Oh. Der beste Bug, den ich hier hatte. Good news and bad news. The good news is it's time to get off this dreary rock. The bad news is the rebels have taken over the hangars. Ja. You'll have to fight our way out. Bester Bug aller Zeiten, Leute. Ich konnte das einfach in die Luft jagen, nochmal noch. Und wir waren hier gleich wieder beim Einsatzort. Ja, good note, gute Nachrichten, sie haben es geschafft. Schlechte News, sie haben es nicht geschafft. Also, wir müssen den Command-Posten da einnehmen. Dafür nehmen wir ganz schön den hier noch. Was? Was macht der Wookie da? Achso, ne. Den ja auch mal abschießen? Nee? Our raid is a success. And even though the holodisk didn't have the plans we're looking for, it will lead us to someone who does. Und wir haben es mal wieder geschafft, Leute. Obwohl der Überfall auf Podismassa nur teilweise erfolgreich war, hatten wir endlich einen Hinweis auf die Pläne des Todessterns. Die 501. war äußerst zufrieden. Ja, Leute, das war's wieder mit Let's Play 14. Let's Play 15 liegt ja natürlich ja wieder am nächsten Tag. Ich wünsche euch noch einen schönen Tag und so weiter. Bis zum nächsten Video. Boring Gift Games.